Viele Menschen legen großen Wert auf gepflegte, weiße Zähne. Doch was verursacht eigentlich gelbe Zähne? Das hat Dr. Jochen Schmidt im Interview mit der Nachrichtenagentur Spot On News verraten. Der zahnärztliche Leiter des Carré Dental in Köln betonte, dass die Erbanlagen eines Menschen eine wesentliche Rolle dabei spielen. Bereits vor der Geburt stehe fest, ob der Grundton der Zähne weiß ist oder eher gelblich ausfällt. Auch das Alter und die Dicke der Zahnschmelzschicht sei entscheidend. Wird sie im Laufe des Lebens dünner, so schimmert das darunterliegende Zahnbein immer dunkler durch, da hilft auch gründliches Zähneputzen nichts. Doch die Zahnfarbe wird auch durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Schlechte Zahnpflege oder Lebensmittel wie Rotwein verfärben die Zähne. Bestimmte Methoden können aber beim Aufhellen helfen. Etwa spezielle Zahnpasten, der Inhaltsstoff Titanoxid hat eine aufhellende Wirkung. Doch aufgepasst, manche Produkte reiben den Zahnschmelz stark ab und sollten nicht täglich verwendet werden. Schmidt rät daher, zuvor den Zahnarzt aufzusuchen. Auch ein professionelles Bleaching kann hartnäckige Verfärbungen entfernen. Diese Methode könne aber nur bei natürlichem Zahnschmelz angewendet werden, wirkungslos ist sie bei Kronen und Füllungen. Von Hausmitteln wie Backpulver rät Schmidt dringend ab. Sie zerstören den Zahnschmelz und lassen das darunterliegende Zahnbein immer stärker durchschimmern.